Hallo zu unserem Lernvideo Klimagerechtigkeit und Feminismus. Wir haben noch zwei andere Lernvideos, eins zum Thema Klimagerechtigkeit und Degrowth und ein weiteres zum Thema globale Gerechtigkeit und die Corona-Krise. Feminismus und Klimagerechtigkeit, was haben diese beiden Themen miteinander zu tun, fragt ihr euch jetzt vielleicht. Nun, sehr, sehr viel sogar. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass ohne die Gleichberechtigung aller Geschlechter wird das nichts mehr mit Klimakrise aufhalten und Weltrettung. Warum? Weil die Klimakrise nun mal tief verwurzelt ist in Unterdrückungssystemen wie Rassismus, die Ausbeutung von Mensch und Natur, Kolonialismus und auch die Ungleichbehandlung der Geschlechter. An der vordersten Front der Klimagerechtigkeitsbewegung überall auf der Welt sind besonders viele Frauen zu finden. So ist die aktuelle Situation. Frauen sind die Akteure des Wandels. Auf der anderen Seite, wenn man sich aber anschaut, wer trifft eigentlich die politischen Entscheidungen, ist es nun mal leider so, dass immer noch ein sehr kleiner, primär weißer, männlicher und besonders auch wohlhabender kleiner Teil der Weltbevölkerung die Entscheidung trifft in der Wirtschaft, in der Energie, in der Klimapolitik und so über die Zukunft von uns allen entscheidet. Dem entgegen stehen Menschen, die am wenigsten zur Klimakrise beigetragen haben, aber die aktuellen Auswirkungen der Klimakrise bereits existenziell spüren. Und das sind auch besonders Frauen. Frauen in den ländlichen Regionen des globalen Südens und Frauen von indigenen Bevölkerungsgruppen. Frauen sind anders von der Klimakrise betroffen, nicht weil sie schwächer sind als Männer, sondern aufgrund ihrer Stellung innerhalb der Gesellschaft und innerhalb der Familie. Zusammengefasst kann man da drei Gründe benennen. Der erste Grund ist, dass sie weniger Zugang haben aufgrund ihrer gesellschaftlichen Stellung zu Infrastruktur, zu medizinischer Versorgung, zu Bildung, aber auch weniger Zugang haben, arbeiten zu können oder Land zu besitzen. Und sie haben weniger Zugang zu politischen Entscheidungsstrukturen. Also sie können nicht gleichberechtigt am Verhandlungstisch sitzen, wo Entscheidungen getroffen werden. Egal, ob auf lokaler Ebene, auf nationaler oder auf globaler Ebene. Der zweite Grund ist, dass Frauen diejenigen sind, die am meisten unterhalb der Armutsgrenze leben in der Weltbevölkerung. Und das bedeutet, dass sie am wenigsten Kapital haben, um sich zu schützen vor bereits eintreffenden Klimakatastrophen. Wenn zum Beispiel eine Hungersnot ist, dann haben sie weniger Möglichkeiten, Essen zuzukaufen oder die steigenden Nahrungsmittelpreise auszugleichen. Das bedeutet, sie sind sehr viel schneller betroffen von den Auswirkungen der Klimakrise. Und der dritte Grund ist, dass Frauen besonders im ländlichen Raum und besonders von indigenen Bevölkerungsgruppen sehr stark abhängig sind von der Verfügbarkeit natürlicher Ressourcen und dem Funktionieren der lokalen Ökosysteme, weil sie dafür zuständig sind, beispielsweise Wasser zu holen, Holz zum Feuern, aber auch dafür zuständig sind, mit Subsistenzlandwirtschaft Essen für die Familien zu ernten. Wenn aber die funktionierenden Ökosysteme plötzlich unter Druck geraten aufgrund der Klimakrise oder wenn die Wasserverfügbarkeit abnimmt, das erschwert ihre Arbeitslast enorm und dazu fehlt ihnen dann sehr schnell die Zeit für andere Dinge wie Bildung, zu arbeiten oder sich auch politisch zu beteiligen. Wir haben jetzt sehr viel darüber geredet, wie die Klimakrise Frauen anders und härter betrifft. Also sie sozusagen in der Opferrolle gesehen. Das verursacht manchmal, dass wir Frauen halt dann wiederum irgendwie als schwach ansehen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Frauen müssen auf allen Ebenen gleichberechtigt beteiligt werden, nicht nur, weil sie anders und stärker betroffen sind von der Klimakrise, sondern weil sie Wissen, Erfahrung und Kompetenz mitbringen, ohne die wir die Klimakrise nicht aufhalten können. Denn um diese Krise zu lösen, brauchen wir alle, die gesamte Menschheit. Und es kann nicht sein, dass nur ein ganz kleiner Teil, ein Teil, der nicht die Perspektive und das Wissen hat, eine große Mehrheit der Bevölkerung, darüber entscheidet, wie unsere Zukunft aussehen wird. Und deshalb brauchen wir Frauen auf allen Ebenen in Entscheidungsstrukturen.
Ein weiteres Thema, das sehr wichtig ist, aber an den Frauen halt immer noch viel zu wenig Zugang und Entscheidungswirksamkeit haben, ist die Frage, wie Finanzen verteilt werden, besonders auf globaler Ebene, wenn es um Klimaanpassungsmaßnahmen oder Klimaschutzmaßnahmen geht. Diese Entscheidungen werden sehr häufig auf der UN-Klimakonferenz getroffen, aber auch dort ist es so, dass der Anteil von Frauen nur bei 30-40% liegt. Um dies zu verändern, damit Frauen wirklich auch gleichberechtigt auf der UN-Klimakonferenz teilnehmen können, hat sich die Gruppe Gender CC, Frauen für Klimagerechtigkeit, begründet. Auf den UN-Klimakonferenzen gibt es das traurige Sprichwort: Je wichtiger eine Sitzung ist, desto weniger Frauen nehmen teil. Und weniger bis gar nicht Frauen aus den Ländern des globalen Südens. Und deshalb ist es Gender CC sehr wichtig, Gleichberechtigung zu fördern, Frauen zu fördern, besonders mit dem Schwerpunkt, dass auch Frauen aus den Ländern des globalen Südens gleichberechtigt am Verhandlungstisch sitzen. Es gibt viele Arten und Weisen, wie wir für die Gleichberechtigung von Frauen streiten können. Und ein Beispiel auf den UN-Klimakonferenzen ist es, wie Gender CC dafür gestritten hat, dass es einen Gender Action Plan gibt für diese Konferenzen, um sicherzustellen, dass daran gearbeitet wird, dass Frauen wirklich gleichberechtigt vertreten sind. Der Gender Action Plan, der wurde dann 2019 in Madrid verabschiedet und es geht um unterschiedliche Sachen. Ein wichtiges Thema ist Bildungsarbeit. Dass Männer als auch Frauen sensibilisiert werden, warum es wichtig ist, dass wir eine Klimagerechtigkeitspolitik machen, die Geschlechtergerechtigkeit sehr zentral berücksichtigt. Und auf der anderen Seite ist Bildungsarbeit unglaublich wichtig, damit wir Frauen das Wissen geben, wie sie auf den UN-Klimakonferenzen verhandeln können. Denn ich war selber mal das erste Mal auf einer UN-Klimakonferenz. Das ist sehr groß, sehr wild, sehr chaotisch. Und wenn man halt nicht über das Wissen verfügt, wie diese Verhandlungen ablaufen, dann ist es sehr schwierig, sich dort einzufinden. Und deswegen ist halt auch ein Ziel, Wissensvermittlung, Frauen die Möglichkeit zu geben, sich sehr energisch in die Verhandlungen einzubringen. Außerdem ist es sehr wichtig, dass besonders bei Klimaanpassungsmaßnahmen, die jetzt schon in vielen Regionen der Welt geschehen, dass auch dort Frauen gleichberechtigt beteiligt sind. Besonders auch beim Katastrophenschutz. Denn es ist nun leider schon so, dass immer wieder Länder, besonders auch im Pazifik, von Zyklonen getroffen werden. Wenn es aber so ist, dass der Katastrophenschutz nur von männlich gelesenen Personen organisiert wird, dann fehlt die Perspektive und dadurch halt auch die Bedürfnisse der Frauen. Weil Frauen sehr oft natürlich dafür zuständig sind, sich um die Kinder zu kümmern, sich um die Alten zu kümmern, gerade wenn eine Katastrophe eintritt. Und deshalb muss auch im Katastrophenschutz gleichberechtigte Teilhabe von Frauen erfolgen. Bei Klimaanpassungsmaßnahmen müssen besonders auch die Rolle der Frauen der Landwirtschaft berücksichtigt werden. Denn es sind die Frauen, die die meiste Arbeit machen, aber am wenigsten mitbestimmen können, über was wird geerntet und wie wird mit dem Verkauf umgegangen. Aber Frauen haben ein unglaubliches Wissen darüber, welche Sorten jetzt vielleicht mehr angebaut werden sollten aufgrund der Klimakrise. Und dieses lokale Wissen, das ist existenziell, damit Gemeinden mit den Veränderungen mithalten können, soweit es eben geht. Ein weiteres Thema, was kaum in der Öffentlichkeit ist, aber sehr wichtig, ist natürlich auch die Verteilung der Gelder. Wenn nur männlich gelesene Personen darüber entscheiden, wie die Gelder verteilt werden, dann kann es halt auch mal sein, dass halt Projekte, die existenziell wichtig sind, besonders für die Frauen, übersehen werden. Oder dass halt auch mal in falsche Lösungen investiert werden, wie zum Beispiel Geoengineering. Und deshalb ist es wichtig, dass halt auch gerade bei der Verteilung der Gelder darauf geachtet wird, dass man Geschlechtergerechtigkeit durchsetzt. Also dass die Projekte, die gefördert werden, dass man sicherstellt, dass dort halt auch Geschlechtergerechtigkeit gelebt wird und dass die Entscheidung darüber, wie die Finanzen verteilt werden, dass da auch Frauen mit am Tisch sitzen. Der Gender Action Plan hat sehr viele Absichtserklärungen und Ziele. Und damit diese auch erreicht werden, müssen sie beständig überprüft werden und es wird ein ständiger Druck gebraucht werden von Frauen, von Gruppen, damit diese auch wirklich erreicht werden. Denn ohne einen beständigen Druck, ohne ein beständiges Kämpfen für Gleichberechtigung werden wir die Ziele nicht erreichen, auch nicht auf den UN-Klimakonferenzen.
Wir haben jetzt sehr viel über den Gender Action Plan und über die UN-Klimakonferenzen geredet. Aber es ist natürlich wichtig, dass auf allen Ebenen, in allen Strukturen geschaut wird, wie können wir Gleichberechtigung erzielen? Und ist das vielleicht die Struktur, in der wir arbeiten, die Struktur, in der wir leben, ist das wirklich ein gleichberechtigtes System? Oder müssen wir vielleicht andere, neue Strukturen aufbauen, die dann Gleichberechtigkeit leben? Wir können beginnen natürlich auch bei unserer eigenen Struktur, bei unserem eigenen Bündnis, bei unserer eigenen Gruppe. Sind wirklich alle Menschen, alle Geschlechter dort gleichberechtigt vertreten? Oder gibt es ein Verhalten aufgrund von Rollenbildern, in denen wir groß geworden sind? Denn wenn wir ehrlich sind, wir alle sind groß geworden in einem patriarchalen Gesellschaftssystem, wo immer noch die Meinung von männlich gelesenen Personen mehr wertgeschätzt wird als die Meinung von weiblich gelesenen Personen. Und dies gilt es aufzubrechen. Es ist vollkommen okay, dass wir alle noch nicht perfekt sind und dass wir noch alle sehr viel lernen müssen. Und am besten können wir anfangen, indem wir uns beständig reflektieren und kritisch hinterfragen. Sind die Strukturen, in denen wir arbeiten, wirklich gleichberechtigt? Und wenn nicht, was können wir tun, um dies zu verändern? Was können wir tun, damit Frauen, weiblich gelesene Menschen, gleichberechtigt an allen Verhandlungstischen sitzen? Was können wir tun, damit nicht nur wir Frauen empowern, ihre Stimme zu erheben, sondern auch einfach mal Platz machen? Weil sehr oft ist es so, dass Frauen gar nicht mehr empowered werden müssen. Sie haben all die Kraft zu sprechen für sich selber. Aber es ist leider so, dass unsere Strukturen so sind, dass ihnen kein Platz gemacht wird. Und auch daran müssen wir arbeiten. Die Alternative zu einer Zukunft mit Klimakatastrophe ist ein gutes Leben für alle. Eine sozial gerechte Gesellschaft. Die wird aber nicht einfach so entstehen. Dafür werden wir sehr viel streiten müssen. Und wir werden Bildungsarbeit leisten müssen, was wir versuchen mit diesem Video zu erschaffen. Schaut euch gerne unsere anderen Bildungsvideos an, lasst ein Like da und ja, abonniert unseren YouTube-Kanal.